Hi Leute, ich bin's Albert von wpa.de und das ist das Microsoft Surface 3. Es ist die dritte Generation aus der Surface-Reihe und setzt erstmals auf einen Intel-basierten Prozessor, womit Microsoft endgültig mit der Windows RT-Plattform Schluss macht. Dennoch setzt man weiterhin auf das bekannte Design des Surface 2, womit man absolut nichts falsch macht. Es sieht hervorragend aus, ist großartig verarbeitet und liegt gut in der Hand. Das Gewicht von rund 600 Gramm und seine Größe von 10,8 Zoll machen es auch als Tablet bedienbar, was man von seinem großen Bruder, dem Pro 3, nicht behaupten kann. Daher kann man durchaus viele Aufgaben auch im Hochformat erledigen, vor allem was Lernen, Notizen machen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten betrifft. Besonders als Schüler erspart man sich hier oftmals das Ausdrucken von Übungsblättern, aber auch sonst ist dieses Feature sehr praktisch, beispielsweise wenn man per Mail ein ausgefülltes Formular direkt wieder zurücksenden will. Auch zum Zeichnen eignet sich der Stift ganz gut und bietet dadurch vor allem für Kinder stundenlange Unterhaltung. Das Display löst mit Full HD auf und bietet eine schöne Farbdarstellung mit soliden Blickwinkeln und einer guten Helligkeit. Dennoch ist es im direkten Sonnenlicht schwer zu bedienen, da die Spiegelung in dieser Situation meist zu stark ist. Kommen wir nun zur Performance des Surface 3, welche viele, auch ich selbst muss ich sagen, vorab etwas unterschätzt hatten. Der Intel Atom X7 Prozessor unterscheidet sich nämlich wesentlich von den bisherigen Generationen dieses Chips und arbeitet viel eher wie ein Intel Core M oder i3 Prozessor. Ältere Spiele wie CSGO oder GTA San Andreas sind kein Problem. Auch Minecraft funktioniert ohne größere Probleme. Videobearbeitung ist zwar auch möglich, bei Full HD mit 60 Frames ist die Bearbeitung aber sehr mühsam und das Exportieren dauert bei knapp über 5 Minuten Video eine gute Stunde. Aufgrund der Performance kann Microsoft allerdings sein Versprechen von 10 Stunden Akkulaufzeit nicht halten und nur im Idealfall kommt man mit dem Surface 3 auf 8 bis 9 Stunden. Im Regelfall schafft es 6 bis 7 Stunden, was zumindest für mich ausreichend war. Störend ist dafür, dass man stets 5 bis 10 Minuten warten muss, wenn man es komplett entleert hat, um es überhaupt einschalten zu können. Es wäre besser gewesen, statt Micro-USB einen USB-Type-C-Anschluss zu verwenden, denn um diesen Port nutzen zu können, benötigt man sowieso ein OTG-Kabel. Das Surface 3 von Microsoft ist ein sehr gutes Gerät. Daran besteht für uns kein Zweifel. Es ist im Schoß und als Tablet aufgrund seiner Größe deutlich besser nutzbar als das Pro 3. Und die Verwendung bereitet auch deutlich mehr Spaß. Die Tastatur ist zwar kleiner, lässt sich aber schon nach kurzer Ungewöhnungszeit problemlos und sehr schnell bedienen. Das Problem beim Surface 3 ist jenes, dass es mit einem Startpreis von 599 Euro viel zu teuer ist und die von uns getestete Variante mit 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB SSD fängt sogar erst ab 719 Euro an. Dieses Geld ist das Surface 3 alleine definitiv nicht wert. Für 200 Euro mehr erhält man das Typecover sowie einen Stift, womit man erst das ganze Potenzial dieses Geräts nutzen kann, zahlt dann aber für die Höchstausstattung bereits 917 Euro. Ein leistungsstärkeres Pro 3 erhält man teilweise für weniger Geld. Wenn Preis und Leistung aber keine Rolle spielen, dann würde zumindest ich persönlich zum Surface 3 greifen. Die Bedienung macht viel mehr Spaß und es ist sowohl Laptop als auch ein Tablet, während das Pro 3 für ein Tablet schon ein wenig zu groß ist. Nur, ob das als Argument für ein kleineres, schwächeres Gerät reicht, will ich nicht beantworten müssen.